Liebe Gemeinde, ihr merkt, manchmal hakt's im Gottesdienst. Manchmal hakt's. Es hakt auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also es hakt damit, dass die Technik versagt, wie ihr es gerade gemerkt habt. Dass dieses Video, das ihr ins Internet stellen, nicht so will, wie es soll. Dann hakt's damit, dass irgendwo in diesem Raum rein theoretisch 6 Blätter liegen müssten mit einer schön ausformulierten Geschichte von den heiligen 3 Königen, wie sie sich aufmachten und zusammen mit den Hirten an der Krippe knieten. Die müsste rein theoretisch hier irgendwo liegen. Ich habe sie nicht. Es hakt aber auch woanders. Es hakt darin, dass man sich als Pfarrer Gedanken macht über Predigt. Und dass man sich dann überlegt, was will ich predigen, und manchmal kommt man auf die Idee, oh Mensch, ich bin so beschäftigt am Freitag und am Samstag mit Vorbereitungen am Kirchentag, ich erzähle euch die Weihnachtsgeschichte, die ich vor, also 2006 hier gehalten habe. Keiner von euch hat die damals wahrscheinlich gehört, vielleicht du, Hans. wenige aber. Und dann passiert auf einmal etwas. Dann bricht auf einmal etwas über uns herein, wo wir denken, das ist ein falscher Film. Je suis Charlie. Auch ich bin derjenige, der da angegriffen worden bin. So zeigen sich im Moment ganz viele Menschen auf Facebook und in den anderen Netzwerken und auf den Straßen und überhaupt. Da war ich vor 2 Tagen geschäftlich in Frankreich, in Straßburg nur, auf der anderen Seite dieses Rheines, wo man normalerweise einfach so geschwind nachfährt, um mal lecker einzukaufen. Ja, irgendwelche Pastetchen und Käschen und eine Flasche Wein und eine Flasche Citre. Und auf der Rückfahrt stehe ich über 2 Stunden an dieser Grenze, die auf einmal wieder dicht ist, weil die Polizei da steht und die 3 Spuren, die da über den Rhein hinüberführen, auf eine runterbrechen und in jedes Auto, das im Schritttempo an ihnen vorbeifährt, hineinguckt, ob da jemand drin sitzt, der vielleicht aussieht, als könnte er gefährlich sein. Das ist etwas, was irgendwie ganz weit weg ist, ist ganz nah da auf einmal. Je suis Charlie. Und da stellt sich dann schon die Frage, wäre es denn eigentlich tatsächlich richtig gewesen, einfach die recht lustige Geschichte von den heiligen 3 Königen zu erzählen, wie sie sich aufgemacht haben, von irgendwo. Also man weiß ja gar nicht so ganz genau, wo die herkommen. Also eine ganz spannende Geschichte, irgendwo aus dem Morgenland. Also irgendwo weit weg. Also nicht einmal aus dem Land, das man noch kennt, sondern irgendwo her, wo man überhaupt gar nicht weiß, was das sind. Sie kamen dann, die einen sagen, es seien Könige gewesen und die anderen sagen, es seien Weise gewesen oder Magi, die Magier aus dem Morgenland, Astrologen, die dem Stern folgen, die seltsame Gewänder anhaben, die eine andere Sprache sprechen, die womöglich Sachen essen, die wir hier nicht kennen, die ganz sicher nicht das glauben, was wir glauben, die da auf einmal da waren, gar nicht eingeladen, sondern einfach gekommen. Merkt ihr was? Klingt ja eigentlich irgendwie sehr bekannt, diese Geschichte, wenn da auf einmal welche dastehen, die so ganz anders sind als wir und wir nicht wissen, was ist das eigentlich, was da geschieht. Oder eine andere Geschichte, die auch in diese Geschichte hier hineingehört, in diese Geschichte der heiligen 3 Könige, die ja so eine Bewegungsgeschichte, so eine Migrationsgeschichte ist. Weil wenn wir die Geschichte jetzt weitergelesen hätten im Evangelium, dann würde da nämlich erzählt werden, wie die 3 Weisen einen Traum hatten und wie ihnen in diesem Traum gesagt wird, geht nicht wieder nach Jerusalem, da hockt dieser Herodes. Der hat Übles im Sinn, nehmt einen anderen Weg, wenn ihr wieder heimgeht. Und Josef, der Vater, Ziehvater, Ehemann dieser Maria, der Papa von Jesus, der hat auch einen Traum
Wenn der Engel sagt, nimm deine Frau und das Kind und zieh nach Ägypten. Hau ab, migriere, werde Flüchtling, beweg dich. Und genau das tut er. Und für die ersten paar Jahre lebt Jesus, also stell mir das so vor, in einem Flüchtlingslager in Ägypten. Weil daheim dieser Herodes an der Macht ist. Und erst wo es wieder ruhig geworden ist, kamen sie wieder zurück. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob sie daheim dann so willkommen waren, weil wer hat sich womöglich an den alten Josef erinnert, der irgendwie da seine ganze Sache, da hat ja bestimmt jemand anders in dem Haus drin gewohnt, der so zurücklassen hat vor irgendwie 12 Jahren oder so etwa. Was war das überhaupt für einer, der da aus Ägypten wieder zurückkam? Diese Geschichte, die wir hier gehört haben, die wir gefeiert haben vor ein paar Tagen, als das Fest der heiligen drei Könige, ist eigentlich eine Bewegungsgeschichte. Eine Geschichte von Migration, eine Geschichte von Veränderung. Eine Geschichte, wo ganz Unterschiedliches aufeinander kommt. Natürlich ist es spannend, sich zu überlegen, wer war denn dieser Kaspar, Melchior und Balthasar, wie sie dann später in den Legenden genannt worden sind. Wer waren die denn? Das Spannende ist, wir wissen es eigentlich nicht. Natürlich ist es spannend, sich als Geschichtenschreiber zu überlegen, was sich denn dem Jesus und seiner Familie, dem Maria und Josef, die da auf ihrem Esel irgendwie abgehaut sind nach Ägypten, was ist denn in Ägypten passiert? Wir wissen es nicht. Und das ist immer wieder ganz nah an dem, was heute ist. Wir wissen es tatsächlich oft nicht, was all dieses sich bewegen ist. Und in dieser ganzen Bewegung ist eine einzige Figur, die sich nicht bewegt. Weil die Hirten bewegen sich auch, die sind vielleicht nicht ganz so weit unterwegs, aber die kommen nachts und gehen wieder heim. Also auch die bewegen sich. Es ist letztendlich eine einzige wichtige Figur, die sich nicht bewegt. Das ist der Herodes. Der Herodes hockt in seinem Palast, irgendwo da in Jerusalem und bewegt sich nicht. Herodes, der dann die Soldaten ausschickt, um unvorstellbare Grausamkeiten anzurichten, der bewegt sich nicht. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Ich glaube, es bedeutet für uns einiges. Ich glaube, wir müssen uns einfach zuerst einmal klar machen, all die Bewegung, die da geschieht heute, all dieses Begegnen von Fremdem, ist etwas, was auch in der Bibel passiert. Und wenn wir uns die Geschichte der Bibel angucken, dann merken wir, ganz viele von unseren großen religiösen Helden und Heldinnen sind auf dem Weg, gehen von einem Land ins andere, brechen neu auf, leben als sogenannte Ausländer in irgendwelchen anderen Ländern. Diese Situation ist etwas, das nicht fremd ist, sondern was Teil der Zerbrochenheit unserer Welt ist. Es gibt immer wieder Orte an dieser Welt, wo ich es ganz klar verstehe, dass man geht. Und wo es richtig ist, dass man geht. Dass man dann vielleicht auch wieder heimgeht oder zurückkommt oder woanders hingeht und begegnet. Weil all diese Menschen bewegen sich ja nicht nur, sondern sie begegnen einander ja auch. Und lernen voneinander. Und der Einzige, der nichts lernen will, ist Herodes. Der weiß es schon. Der weiß, da ist eine Gefahr für mich da. Es ist gefährlich, was da in diesem Bethlehem passiert. Ja? Dieser Neugeborene. Ja? Dann machen wir alles platt, was irgendwie auch nur so aussehen könnte, als wäre es dieser Neugeborene. Ja? Und um sicher zu gehen, erschlagen wir auch noch die, die 2 Jahre alt sind. Ja? Weil wer weiß, wie pünktlich diese Sterndeuter da wart. Ja? Und wir sind erstmal, gehen wir mal erst. Also er schlägt wild drauf auf das, was ihm Angst macht.
Da frage ich mich natürlich jetzt, was passiert da heute, wenn Menschen wild draufschlagen? Weil sie einfach stehen bleiben wollen. Weil sie einfach in dem, was ist, es nicht ertragen können, dass andere anders sind. Wobei sie doch selber anders sind. Wo sie Gewalt hineintragen wollen, weil irgendwelche Menschen vielleicht lachen. Vielleicht anders glauben oder womöglich nicht glauben. Diese Männer, die da hineingestürmt sind in die Redaktionsräume dieser Zeitung, sind Herodes. Die sich einfach in sich drinnen nicht bewegen wollen, sondern draufgeschlagen haben. Anderen das Leben genommen haben, weil sie es nicht ertragen konnten, dass diese anderen Menschen sind. Dass sie anders sind oder dass sie etwas getan haben, sondern weil sie es nicht ertragen konnten, dass sie existieren. Die sind Herodes. Die sind diejenigen, die mit Angst arbeiten, die Angst auslösen wollen, die Angst kreieren wollen in uns drin und die Gewalt auslösen. Das ist wie wenn man so einen Stein in den See hineinfallen lässt und sich die Wellen ausbreiten. Geißeln werden genommen und erschossen. Die Männer werden erschossen, andere schießen und es ist kein Ende da und Menschen haben Angst. Menschen in dieser Schlange, in der ich gestanden bin, haben Angst. Wenn sie sich überlegen, was passiert hier eigentlich? Gell? Sonst fahren wir von A nach B und Frankreich und Deutschland und Kehl oder Straßburg ist alles eins. Ja? Auf der einen Seite reden wir vielleicht ein bisschen anders als auf der anderen Seite und es gibt auf der einen Seite was Leckeres zu essen als auf der anderen und umgekehrt. Ja? Ja? Weil ich bin mir sicher, dass ein Haufen Franzosen nach Kehl fahren und dort irgendwelche Leckereien kaufen, die sie bei sich nicht kriegen. Ja? Und was passiert ist? Findet wieder so ein Grenzziehen statt. Und da frage ich mich jetzt, was heißt es, wenn wir feiern, dass da Fremde gekommen sind? Was bedeutet das, wenn wir feiern und es ja auch in diesem, mit diesem anderen Fest eins werden lassen, dass da Gott zu uns gekommen ist? Epiphanie. Gott kommt zu uns. Auch Gott ist Migrant. Gott hat den Himmel verlassen, um hier bei uns, in uns, für uns zu sein. Ja, Gott ist Migrant. Man hat sich bewegt und bewegt sich und lässt sich bewegen. Und nur Gewalt und Tod und Terror und Angst bewegen sich nicht und sind Herodes. Ich habe mir lange überlegt, ob ich auch so was posten soll. Je suis Charlie. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob das hier im Gottesdienst einen Rahmen hat. Je suis Charlie. Ich kenne diese Zeitung nicht. Also ganz ehrlich, ich finde Satire-Zeitungen meistens irgendwie doof. Also, das ist nicht meine Art von Humor. Ich verstehe es meistens auch nicht. Also, ich bin doof. Ich verstehe auch die Titanic in Deutschland nicht. Ja. Und diese französischen Comics und Satire-Dings verstand ich erst recht nicht. Ist aber ganz egal. Ich muss diese Zeitung nicht mögen, um sagen zu müssen, je suis Charlie. Es reicht, dass ich anders bin. Dass ich anders bin. Und dass das auslöst bei denen, die sich nicht bewegen wollen, dass sie Angst haben. Es reicht, dass sie anders sind. Es reicht, dass ich schwul bin. Es reicht, dass jemand Frau ist. Es reicht, dass jemand sich verändern will. Es reicht, dass jemand vielleicht politisch anders denkt.
dann reicht es schon, dass andere Angst haben. Dass es einen Herodes gibt, der sagt, geht gar nicht und ich schlag lieber das ganze Gebiet kaputt, als dass ich mich bewegen will. Es ist tatsächlich so, dass wir als Christen sagen dürfen, je suis Charlie. Weil es genau darum geht, dass etwas, jemand angegriffen wird, der Freiheit gelebt hat, anders gelebt hat. Der gar niemand anders Freiheit weggenommen hat. Der hat gesagt, ihr dürft nicht glauben, ihr dürft nicht fromm sein oder sonst was, sondern einfach sagen, aber ich spiele damit, dass diejenigen Gewalt erfahren haben. Ich glaube, gerade an diesem heutigen Tag, wo wir uns erinnern an diese Geschichte von den heiligen drei Königen, Kaspar, Melchior und Balthasar, und in der Tradition einer davon, African American, anders. Ja? Also vielleicht nicht American, aber African. Aber es ist genau das gleiche System. Dass wir uns an diesem Tag, wo wir uns an diese drei Gestalten erinnern, von denen wir gar nichts wissen. Und das, an diesem Tag, wo wir feiern, dass Gott bei uns ist und sich aufgemacht hat aus der Ferne heraus in unsere Nähe hinein, dass wir an diesem Tag sagen, wir brauchen diese Freiheit. Wir verteidigen diese Freiheit. Wir leben diese Freiheit. Wir lassen nicht zu, dass diejenigen, die stehen bleiben wollen, sie uns nehmen, dass sie Angst auslösen, sondern dass wir gegen diese Angst ankämpfen. Weil, liebe Gemeinde, wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns demnächst überlegen, ob wir einen CSD feiern, weil das ärgert sicher jemand. Dann müssen wir uns demnächst überlegen, ob wir in diesem Raum Gottesdienst feiern, weil da ist eine Glasfront und alle können nicht sehen und das ärgert bestimmt irgendjemand. Müssen wir uns übermorgen überlegen, ob wir überhaupt einen Gottesdienst feiern, weil das ärgert sicherlich irgendjemand. Sondern heute feiern wir, weil wir mit denen, die in unserer Geschichte, und das ist das Evangelium, auf dem Weg waren, auch selber auf dem Weg sind. Wir feiern, dass Gott selber auf dem Weg ist und bei uns ist. Und indem wir das feiern, liebe Gemeinde, zeigen wir immer wieder neu, ganz egal, wie gewalttätig ihr sein mögt, irgendwo, wir leben Freiheit. Und ihr werdet gemerkt haben, ich habe kein einziges Mal in dieser Predigt irgendjemand anderes Religion genannt. Weil ich glaube, es geht nicht um Religion, sondern es geht um Gewalt und Hass und Angst. Es geht nicht um irgendjemandes Religion. Es geht um Gewalt und Hass und Angst in all dem. Und dem gegenüber können wir eigentlich nur Freude setzen und feiern und Mut und die zu sein, die wir sind. Die Frauen mit den roten Haaren und der besonderen Brille. Die Menschen, die im tiefsten Winter Sandalen anhaben. Die Händchen haltend als zwei Männer über die Königstraße laufen. Die wir sind. Das ist das, was wir lernen müssen aus Paris. Nicht Angst zu haben, wie wir über die Grenze kommen, sondern zu wissen, wir sind schon am anderen Ufer, nämlich an dem Ufer, in dem Freiheit herrscht. Und wir lassen nicht zu, dass diejenigen, die Herodes sein wollen in unserer Welt, alles kaputt machen. Ich will euch Mut machen. Ich will euch sagen, dass das ist, was das Evangelium uns sagt. Dass ich zutiefst glaube, was wir tun sollen. Je suis Charlie und ich lebe meine Freiheit, weil mir Freiheit gegeben ist von Gott, der mich liebt.